Sogar unsere strenge Lehrerin wird schwach, nachdem sie unsere Schulsachen gesehen hat. Cindy wühlt schon stundenlang im Schrank rum. Hey, warum dauert das so lange? Formt aus Fimo ein Eiweiß und ein Eigelb und stecht ein Loch mit einem Strohhalm ein. Backt es danach kurz. Und bringt auch einen Schlüsselring an. Zeichnet jetzt mit Permanentmarkern ein Gesicht auf das Eigelb. Wow, was für ein süßer Schlüsselbund! Dieses Ei ist echt witzig! Oh Gott, ihr Schließfach sieht aus wie ein Tornado! Jetzt verstehe ich, warum du so lange brauchst. Warte, ich gebe dir meinen Organizer! Schneidet als erstes einen Pappbecher zurecht und zeichnet einen Fuchs mit Ohren. Schneidet es dann aus und malt den Fuchs mit Acrylfarbe an. Definiert auch die Details und die Umrisse mit einem schwarzen Marker. Und klebt jetzt einen Magneten an den Becher. Und ihr könnt auch einen Kaktus aus einem anderen Becher machen. Befestigt einfach diese Pappbecher an der Seite des Schließfachs und verstaut darin alles. Ein Fuchs und ein Kaktus kümmern sich um eure Sachen. Was ist denn mit den Schülern los? Jeder macht Grimassen. Ach so, sie spielen ein Spiel namens Kawaii-Stickers. Schneidet einen Stapel Haftnotizen in die Form eines Toasts zurecht. Fügt auch eine goldene Kruste mit einem Wachsmalstift hinzu und zeichnet ein Gesicht mit einem Marker. Ihr könnt ein paar Toastscheiben mit verschiedenen Gesichtern machen. Klebt dann die Toastaufkleber auf eure Stirn. Versucht dann zu erraten, welche Emotionen ihr an der Stirn habt. Es macht echt riesig Spaß. Und Miss Mist ist ein Meister im Zwinkern. Oh, ich bin im Paradies. So viele Lippenstifte. Darf ich auch einen? Der sieht aber süß aus. Oh, es ist ja ein Marker. Ihr braucht als erstes einen Marker. Nehmt den auseinander. Und schneidet die Spitze ab. Legt dann die Spitze und den Filz wieder zurück. Und passt die Größe an. Klebt jetzt den Marker in eine saubere Lippenstifttube. Ich habe mich fast mit einem Marker geschminkt. Sehr nett von dir. Unsere Miss Miss muss Tests korrigieren. Ihre Hände werden müde und ihre Finger sind schon ganz taub. Schlechte Noten zu geben kann ziemlich anstrengend sein. Gott sei Dank hat sie ein paar süße grüne Erbsen. Klebt zuerst große Holzperlen auf eine Kugelschreibermine. Und schneidet den Überschuss ab. Malt dann am besten die Perlen grün an. Und klebt den Stift auf ein rechteckiges Stück Filz. Es sieht jetzt aus wie eine offene Erbsenschote. Zeichnet auch süße Gesichter auf die Perlen. Und beschichtet die Zeichnung mit klarem Nagellack. Miss Miss hat einen Ausweg gefunden. Dieser süße Stift ist ein großartiges Handmassagegerät. So kann ich weiter schlechte Noten vergeben. Du brauchst aber lange. Oh! Du brauchst ein Radiergummi? Schau dir mal mein Radiergummi an. Schneide zwei Kreise aus einem rosa Radiergummi aus. Mach doch einen dreieckigen Schnitt. Es soll wie eine Kirsche aussehen. Setz doch ein Draht ein.
Verbindet dann die zwei Radierer und biegt den Draht. Befestigt danach ein Schaumgummiblatt und malt dann die Kirsche mit Acrylfarbe an. Mit diesen süßen Kirschen kann ich alles wegradieren und es macht dazu noch Spaß. Oh, ich würde jetzt gerne eine heiße und leckere Pizza essen. Schau dich doch mal um. Direkt nebenan liegt ein Stück Pizza. Schneidet als erstes ein dreieckiges Stück Pizza aus einem alten Notizbuch aus. Und wickelt die Abdeckung in Schaumgummi ein. Wir nehmen die Farbe Gelb. Bringt auch oben Schaumgummi an, um Salami, Olivenringe, Pilze und Gewürze zu imitieren. Fügt auch Augen und den Mund hinzu. Dieses Stück Pizza sieht mich genau an. Hey Cindy, wach auf! Das ist nur ein Notizbuch. Wow, dieses Ananas-Mäppchen ist so schön. Ich will auch so ein Mäppchen. Aber Cindy will nicht teilen. Sie kann nur ein Ananas-Lesezeichen anbieten, um ihre Freundin zu trösten. Schneidet zuerst zwei Ovale aus gelbem Karton aus, damit es wie eine Ananas aussieht. Dann braucht ihr grünen Karton für die Blätter. Und klebt sie auf das Oval. Schneidet in dem anderen Oval eine kleine Öffnung rein, damit ihr es anhängen könnt. Und klebt die Ovale zusammen. Zeichnet jetzt mit einem Lineal ein Ananasmuster. Und auch oben ein zwinkerndes Gesicht. Hier hast du ein süßes Lesezeichen. Diese Ananas zwinkert mir bei den Hausaufgaben zu. Cindy, räum deinen Schreibtisch auf. Schau dir mal deine Sitznachbarin an. Ihre Stifte sind in einem rosa Panda. Skizziert dein Panda-Gesicht mit einem Marker und nehmt dafür eine Plastikflasche. Und befestigt die schwarzen Schaumstoffohren. Legt eure Schulsachen rein. Dieser Panda ist echt schön. Aber Cindy hat keine Kawaii-Schulsachen. Hey, sei nicht traurig. Nimm dieses Nutella-Glas. Bestreicht jetzt das innere Nutella-Glas mit Acrylfarbe. Zeichnet danach ein Etikett auf ein Stück Schaumgummi. Und zeichnet ein süßes Gesicht mit rosa Wangen. Bringt dann das Etikett am Glas an. Bohrt jetzt mit der Heißklebedüse Löcher in den Deckel. Und legt die Schulsachen rein. Dieses Nutella-Glas ist so süß. Und da passen meine Stifte rein. Jetzt ist der Schreibtisch endlich sauber. Der Panda und dieser süße Aufstrich verstehen sich bestimmt gut. Schaut euch das an. Miss Miss sieht genauso aus wie Tomato Head, wenn sie wütend ist. Es fehlt nur noch der Schnurrbart. Befestigt als erstes ein Filz-Tomatenstiel an einem roten kugelförmigen Anspitzer. Und zeichnet die Augen, einen Schnurrbart und die Mitte des Stiels mit einem Marker. Fügt auch Highlights mit einem weißen Marker hinzu. Miss Miss wird so wütend, dass ihr Gesicht ganz rot wird. Ihr habt wieder Spielzeug dabei? Es ist nur ein süßer Anspitzer. Hier sehen Sie. Oh, stimmt. Der sieht aber niedlich aus. Und Ihre Stimmung ändert sich sofort. Hallo Einstein. Möchtest du meine leckeren Schokokekse? Schmelzt zuerst braune Wachsmaler in der Mikrowelle und gießt das Wachs in eine runde Form. Lasst es dann aushärten und nehmt die Wachsmaler raus. Erhitzt jetzt schwarze Wachsmalstücke über der Kerze und legt sie auf den Kreis. Es soll so aussehen wie ein Schokoladenkeks.
Skizziert jetzt ein süßes Gesicht mit einem Marker und schneidet den Keksrand so ab, als hätte jemand den Keks abgebissen. Miss Smith rastet fast aus. Wir haben noch Unterricht. Und zweitens ernährt sich Einstein gesund. Cindy futtert was. Sind das Kekse? Nein, es ist nur ein Wachsmalstift, Miss Smith. Hier, sehen Sie. Wie fandet ihr unsere niedlichen Schulsachen? Schreibt uns, welche Schulsachen ihr gerne mitnehmen würdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.